Mein Name ist Florian Roos von pcmasters.de und ich zeige euch heute den Lieferumfang vom neuen Elder Scrolls 5 Skyrim im Überblick. Die Vorderseite der DVD-Box ist relativ schlicht gehalten, die Rückseite entspricht dem üblichen, Beschreibung des Spiels, ein paar Screenshots und die Anforderungen an den Rechner. Zusätzlich haben wir auf der Vorderseite den Hinweis auf ein Wendecover und das USK-Logo, soweit auch wie üblich. Innen in der Box befindet sich unsere DVD und unser Produktkey. Zusätzlich gibt es hier noch eine gedruckte Karte der Spielwelt. Die schauen wir uns später nochmal detaillierter an. Und eine kleine Anleitung, die soweit zum üblichen Umfang gehört, befindet sich auch darin. Hier steht alles, was wir so wissen müssen für den Einstieg ins Spiel. So, wie gesagt, auf der Vorderseite steht was von einem Wendecover. Das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu holen wir das Cover erstmal aus der DVD-Box heraus. Und während sich auf der ersten Seite das USK-Logo auf der Front befindet, ist es auf der Innenseite nicht. Und auch die Rückseite ist ein bisschen schöner gestaltet, da fehlen die Logos und die Systemanforderungen. Wenn man das Cover auf die schöne Seite wendet, das sieht im Spielregal sicher etwas besser aus. Das ist eine nette Dreingabe. So, dann kommen wir jetzt zu der gedruckten Karte der Spielwelt, die als Gimmick auch dabei liegt. Das Material fühlt sich jetzt während dem Aufklappen der Karte schon mal relativ hochwertig an. Das ist ein relativ dickes Papier und ihr seht, die Karte ist doch etwas größer ausgefallen, als man es vielleicht erwartet. Ich zeige euch das nochmal mit einem kleinen Kameraschwenk. Da seht ihr selbst, die Karte ist relativ detailliert gestaltet. Ich finde, sie sieht gut aus und das ist ein